Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier in The Infected. Und ihr seht schon, ich bin fleißig am Kochen, am Brutzeln. Ich mache ja noch hier ein paar leckere Kartoffeln und da hinten noch ein Stückchen Fleisch. Denn wir müssen auf jeden Fall noch eine Kleinigkeit futtern. Dazu nehmen wir mal noch hier, haben wir noch ein gutes gekochtes Stück Fleisch. By the way, hier steht auch, das verdirbt in einer gewissen Zeit. Deswegen gibt es auch ab und zu mal verdorbenes Fleisch oder verdorbenes Essen. Das hier ist mir leider schon verdorben. Wir haben zum einen noch eine Melone, die hält noch eine Stunde 33. Genauso auch eine Gurke. Wir haben noch jede Menge Eier. Wir haben hier noch gekochten Fisch und gekochtes Fleisch. Aktuell, ja, sieht es ganz passabel aus. Wir essen aber trotzdem mal noch hier das Fleisch, damit wir hier ein bisschen mehr auf unsere Proteine kommen. Genau. Jetzt ist auch hier schon die Kartoffelchen, die sind jetzt zu Ofenkartoffeln geworden. Auch sehr lustig. Die nehmen wir dann natürlich dann dementsprechend mal gleich mit. Damit wir die hier einmal für unterwegs haben. Die halten dann auch tatsächlich dann länger. Ihr seht es dann, 12 Stunden hält das Ganze dann. Das ist dann doch schon besser. Hier haben wir noch ein Stück gekochte Leber. Die hält jetzt auch nochmal 2 Stunden. Wir lassen das Feuer mal an. Und ich habe uns den Karren gebaut. Und da zeige ich euch mal gleich, wie das hier läuft. Wir machen aber jetzt vorher erstmal ganz kurz hier noch das Wasser. Das trinken wir einmal leer. Dann sind wir auf 100%. Dann machen wir mal hier wieder unsere Feuerstelle voll mit Wasser. Damit das hier auch dann ordentlich sauberes Wasser wird und wir da für die Zukunft wieder ein bisschen besser gewappnet sind. Ne? Man kann natürlich auch überlegen, ob man in der Zukunft oder vielleicht demnächst mal noch vielleicht eine zweite Feuerstelle baut, damit wir dort vielleicht auch ein bisschen mehr Wasser auf einmal herstellen können. So, nun gut. Jetzt, Leute. Ich habe hier, by the way, noch eine Kiste platziert. Die können wir aber erst bauen, wenn wir noch 10 Nägel haben. Die haben wir aktuell nicht. Deswegen müssen wir gucken, dass wir hier so erstmal in die Pötte kommen. Wir machen mal hier noch weiter schön die Eisenbrocken. So, jetzt haben wir 4. Das werden dann wieder 4. Das haben wir, dann haben wir 8. Dann können wir schon. Und ich habe dann noch welche im Repertoire. Das passt dann auch. By the way, ich habe hier mal kleines Loot und großes Loot gemacht. Aus dem Grund, hier ist ziemlich viel kleines Zeug drin. Und da seht ihr auch schon, wir können das hier mal so zusammenpacken. Dass hier halt einfach nur kleines Zeug drin ist, bis maximal 2 Plätze. Und hier oben ist unser großes Zeug drin. Erste-Hilfe-Ausrüstung, Kevlar, Mechanikteile, Seil, Elektroteile, die Kartoffelpaste, Plastik, Benzinkanister, Kabel und Seile. Tja, so ist der aktuelle Stand. Hier ist auch relativ voll, das passt auch gut. Ich habe uns einen neuen Speer erstellt und diesmal mit Knochen. Also, das passt. Jetzt können wir hier einmal diesen Wagen nehmen und können jetzt hier einfach den hier einmal nebendran stellen. Und das ist richtig geil, Leute. Denn jetzt können wir nicht nur 3 tragen. Natürlich können wir hier in die Hand immer nur 3 nehmen. Aber wir können hier sagenhafte... Jetzt sind wir hier schon bei 6, 7, 8. Gucken wir mal. Hier müssen wir erstmal wieder die Axt auswählen. Ich glaube, es sind Top 2 passen noch drauf. Ne, es sind 11 Stück. Also 11 von diesen Scheiten passen dort drauf. Das ist richtig nice. Das vereinfacht uns wirklich hier jegliche Art der Arbeit. Des Weiteren kann man auch hingehen und sich sagen, ey, wir bauen hier einfach mal noch eine Kiste drauf und können dann einfach eine Kiste transportieren und zu den einzelnen Dörfern fahren.
und können dann dort einfach ein bisschen mehr looten. Dauert natürlich dann ein bisschen länger, bis wir da sind, aber wir können mehr transportieren, was natürlich auch ein gutes Gadget ist. So, aber ich habe mir gedacht, Leute, heute, denn wir haben ja noch ein paar Aufgaben zu erledigen. Und zwar, wir müssen noch auf die Jagd gehen und Eisenbahnen herstellen. Diese beiden Aufgaben werden wir heute machen. Dazu nehmen wir erstmal hier das Hühnchen. Gucken wir mal, ob wir das kriegen. Ach, die ist... Das gibt es doch gar nicht. Die sind aber auch flink. Da, da haben wir es. Das wird einmal geerntet. Und da haben wir auch die Aufgabe erledigt und haben ein Huhn gejagt und haben das auch erwischt. Jetzt haben wir nämlich hier zwei Stücke rohes Huhn bekommen. Das ist natürlich auch wieder richtig gut. Da können wir hier dann gleich loslegen. Kann ich mal wieder hier bitte aus meinem Menü raus. Dankeschön. Und hier können wir erstmal hier das Hühnchen hier noch dabei legen. So, zack. Da müssen wir natürlich auch immer gucken, dass wir hier weiterhin... Aber wir brauchen noch ein paar Steine, Leute. Noch ein paar Steine. Ich guck mal ganz kurz, ob wir hier noch ein paar Steine finden. Ah ja, also zumindest mal noch zwei Stück, bitte. Das ist ein Frosch. Komm, ich möchte noch zwei Steinchen haben. Ich wollte jetzt nicht unbedingt hier so einen ganzen Fels weghauen. Nee, dann, Leute... Dann ist es so, denn ich will ja Eisenbahnen herstellen. So, 4 Stück. Wir gehen zum kleinen Loot. Wir packen das mal hier dazu. Jetzt nehmen wir uns diese beiden und setzen die einmal hier oben drauf. Und ihr seht jetzt auch, jetzt läuft hier wieder die Zeit ab. Und das geben jetzt unsere Eisenbahnen. Und mit den Eisenbahnen werden wir dann hingehen und werden uns einen Amboss bauen. Und wir brauchen 5. Boah, das ist natürlich schon immens, ne? Das ist schon immens. Wir setzen den mal hier hin. So. Schön hier in die Ecke. 5 Stück brauchen wir. Also müssen wir noch jede Menge Steine machen, Leute. Wir müssen noch jede Menge Steine machen. Sonst gibt das nichts. Also... gehe ich mal noch ein paar Steinchen sammeln und stell die mal noch fix her. Ja, hilft ja nichts, ne? Es hilft ja alles nichts. Also doch noch hier so einen Stein zerstören. Nehmen wir den, der ist nicht so weit weg. Bam. So, dann nehmen wir mal die Steinchen auf. Gucken, dass wir nicht überladen sind nachher. Ja, das war's. Mehr nicht. Noch einer mehr. Dann wäre es schon wieder too much gewesen. Da ist noch nicht fertig. Den können wir mitnehmen. Die können wir drauflegen. Oh, wir müssen auch. Wir müssen hier wieder. Rinnenmulch. Da sind die ersten Eisenbahnen, Leute. Seht das? Sehr geil. So, jetzt haben wir hier wieder Eisenbahnen. Aber wir brauchen ja weiterhin noch, die können wir schon mal hier hinzufügen. 8 Bretter brauchen wir auch noch, das ist gar kein Problem. Da haben wir jede Menge noch am Start. Das ist überhaupt gar kein Thema. Was wir brauchen ist Rindenmulch. Da haben wir keine, da sowieso nicht. Also läuft einfach eine Ziege hier durch. Dann sammeln wir einfach noch ein paar Stöckchen. Und fügen die hinzu. Aber ich mache mal ganz kurz die 2, die ich da jetzt habe. Haben oder nicht haben, ne? So. Und dann machen wir einfach hier noch eine Packung. Zack. Feuerholz. So, machen wir hier wieder noch so ein Holzteil drauf. So, dann packen wir mal hier noch so 1 rein. Und einfach die 4 dazu. Und den da rein. Prima. Nehmen wir noch hier. Noch ein Stück und noch ein... Ah, können wir hier noch drauflegen.
So, dann haben wir hier alles an Kleinholz, sage ich mal, wegtransportiert. Den dazu und den dazu und den noch hierhin. Wunderbar. Dann nehmen wir die und schmeißen die drauf. Nehmen die zwei und schmeißen die da drauf. Sehr gut. Dann machen wir die hier rein. Ich hätte gerne, dass du... Ja, immer ein bisschen näher, das ist Blei. Auch ganz gut. Aber auch auf jeden Fall irgendwann in der Zukunft. Von daher, alles, was wir hier bekommen und finden, Leute, immer erstmal saven, ne? Immer erstmal saven. Dann nehmen wir mal hier noch die Bretter. Ich glaube, es waren 8, ne? Ja. So, hier müssen noch auch noch 8 hin. Dann holen wir nochmal 8 und machen die schon mal hier drauf. Dann ist das nämlich schon mal soweit erledigt. So, dann brauchen wir nur, müssen wir nur noch warten, bis die Nägel fertig sind. Beziehungsweise Nägel bekommen wir, sobald wir hier die drei Eisenbarren erstellt haben. Dann können wir hier ja, na, sagt schon, den Amboss fertigstellen. Und wenn wir den Amboss haben, dann können wir mit den Eisenbarren, können wir dann, also pro Eisenbarren bekommen wir dann 10 Nägel, die wir dann auch gut nutzen können. Denn ich möchte ja auch noch ein paar Beete hier hinstellen, damit wir auch da ein bisschen versorgt sind. Das wäre ja ganz prickelnd. So, jetzt nehmen wir die mal wieder raus. Setzen die rein. Oh, ich brauche wieder Steine, Leute. Steine, Steine, Steine. Überall sind Steine. So, die nehmen wir mal wieder mit. Das nehmen wir mit. Und die machen wir drauf. Die dazu. Und schon haben wir hier wieder drei Eisenbarren. Perfekt. Perfektomania, Leute, das läuft doch. So, hier Wasser. Machen wir mal voll. Und machen hier mal aus. Denn das Fleisch, das können wir schon mal hier wieder mitnehmen. Sehr gut. Jetzt haben wir hier eine kleine Grundlage. Bisschen Hähnchen, bisschen Ofenkartoffeln, die ein bisschen mehr Kohlenhydrate geben. Wir haben noch eine gekochte Leber. Wir haben noch Melonen für Vitamine und auch Kohlenhydrate. Und die natürlich auch dementsprechend ein bisschen Durst weggeben. Wir essen mal noch hier die Gurke. Die gibt uns auch noch mal ein klein bisschen Wasser, einen kleinen Wasserboost. Ja, ich würde sagen, Leute, wir trinken kurz das einmal leer. Und oh, es regnet draußen schon wieder. Es fängt an. Jo. Rain ist da. Okay, wir machen jetzt mal ganz kurz hier die noch rein. Ich will ganz kurz noch hier die letzten Steine verarbeiten. Und dann machen wir uns nochmal auf den Weg. Und gucken nochmal in der nächsten City, ob wir da noch ein bisschen was mitnehmen können. Und gehen nochmal ein bisschen auf die Pirsch, ne? So, die Steine rein, die Federn rein. Pflanzenfaser machen wir auch rein. Das nehme ich auf jeden Fall mal mit. Das ist definitiv gut. So, Tür zu. Wie sieht es bei uns aus? Vitalwerte? Naja, würde sagen, wir essen mal noch eine Kleinigkeit. Wir essen mal noch. Wir können hier den Bums mal rausschmeißen. Das brauchen wir alles. Ne? Das kostet nur unnötig Gewicht. So, wir essen noch eine Ofenkartoffel, essen noch ein Ei und wir essen noch die Leber. Boah, die hat einen richtig krassen Boost gerade gegeben. Sehr geil. So, dann auf geht's, Leute. Wir düsen einmal zur nächsten City. Oh, Moment, ich mache ganz kurz hier noch die beiden Holzscheite drauf. Dann können die hier weiterarbeiten. Wir waren jetzt ja hier, also fahren wir jetzt einmal hier rüber. Auf geht's. Abfahrt. Los. Hey, ich möchte fahren. Auf geht's. Ah, stopp. Gucken, was sagt unser Sprit? Sprit sagt, jo, passt. Alles klärchen, Leute. Abfahrt. Wir, Leute, hier geht's direkt los. Hier steht schon einer. Dann können wir direkt von hinten dran. Ja, moinsen.
Bei denen müssen wir aufpassen. Die schmeißen irgendein Zeug rum. Ja, gute Nacht. Gute Nacht, mein Freund. Hast du dir verdient hier mit deinen Hauern? Alter Schwede, ey, das ist ja echt gruselig. Also, die sind ja echt strange unterwegs. Aber es scheint eine kleine City zu sein. Mal gucken, was wir hier so Gutes finden. Oh, hier ist auf jeden Fall ein Rettungswagen. Oh, nice. Mal gucken, was hier alles Schönes drin ist. Ah, ich nehme mal trotzdem lieber hier verdorbenes Essen, brauchen wir nicht. Das nehmen wir mit. Ach, nehmen wir noch nicht mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Kohle immer gut. Oh ja, warum habe ich denn die Kohle nicht reingeschmissen? Leute, warum sagt ihr denn nichts? Och, Jimmy, warum schmeißt du nicht die Kohle rein? Die hält doch länger. Ach, Mensch. Habe ich gar nicht dran gedacht. Verzeiht mir. Ihr habt ja recht. Ihr habt ja recht, Leute. Ihr habt ja recht. So, das nehmen wir natürlich hier alles mit. Und schauen mal hier rein. Okay, keiner drin. Perfekt. Ja, das nehmen wir mit. So, jetzt nehmen wir auch mal die Knochen mit. Jetzt haben wir Platz. Eisenbrocken nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Gurke, natürlich. Lecker Gürkchen, Leute. Lecker Gürkchen. Hier noch ein bisschen Sprit. Wir machen erstmal kurz leer. Nee, leer wollte ich machen. Aber es ist nur eine kleine City hier. Hier wird wahrscheinlich nicht allzu viel sein. Aber egal. Haben oder nicht haben, ne? Wir nehmen, was wir kriegen können. Jawohl, und noch ein Tag. Ja, da. Stimmt. Wollte ich ja schon letztes Mal. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht, Leute. Gucken wir gleich. Wirklich, gucken wir jetzt gleich. Sofort, wenn wir zurück sind. Jawohl. Oh, top. Noch so eine Kiste, immer gut. Kohle, jawohl. So, wir sind voll. Haben wir hier noch was, was wir vielleicht haben? Ah, wir müssen auf jeden Fall nochmal rein. Also sowieso, weil wir noch ein Stockwerk haben. Gehen wir mal gucken, nicht, dass hier ein neuer Typ gespawnt wird. So, das können wir rein, das können wir rein, das, das. Kevlar. Ganzen Fasern weg damit. Das rein, das rein, das rein. Ne, Kartoffelpaste lassen wir mal so. Und dann... Hier gibt's gar kein zweites Stockwerk. Ich hab gedacht, hier ist noch ein zweites Stockwerk, Leute. Hab ich mich wohl vertan. Aber nicht so schlimm. Haben wir alles? Haben wir alles? Haben wir alles? Hier war nur... Ah, hier war noch eine Melone. Ah, wir haben keinen Platz mehr. Ah ja, weil das wieder hier so blöd sich platziert hat. So, jetzt passt es. Okay, dann gehen wir noch schnell in das letzte Haus hier. Das scheint ein bisschen größer zu sein. Vielleicht gucken wir nochmal, dass wir vielleicht alles leer machen, was wir leer machen können. Wir können aber nichts leer machen, stimmt. Ich war ja gerade eben da und habe ja abgeladen. Dann geht es hier nochmal rein, Leute. Alles voll, was voll geht. Wir wollen noch mal Kohle. Wir wollen noch ein bisschen Fleisch. Noch eine Kartoffel. Kartoffelchen, Leute. Lecker Kartoffelchen. Machen wir wieder lecker Ofenkartoffeln draus, ne? Lecker Ofenkartoffelchen machen wir da. Seil liegt hier noch. Hier ist noch ein Knochen und eine Kartoffel. Die können wir einfach mal direkt snacken. Oh, hier ist noch eine Schiene. Die würde ich dann doch gerne mitnehmen. Wir kommen nochmal rein, Leute. Wir kommen nochmal rein. Ich glaube, ein bisschen Platz können wir noch machen. Ein bisschen Platz kriegen wir noch hin. Hier ist keiner. Hä, warum? Die sind so schwach. Unbelievable. 10 Schrauben. Die müssen wir mitnehmen. Schräubchen müssen wir mitnehmen, Leute. So, was können wir hier noch reinmachen? Duck, duck, duck. Wo sind die Schrauben? Da sind die Schrauben. Die möchte ich haben. So, jetzt gehen wir nochmal hier hoch. Hier war noch ein Ei. Ah, das essen wir direkt. Das wird direkt gesnackt, Leute. So, das Seil. Und wir haben hier noch die Schiene. Wie kriege ich die jetzt noch hier dazu? Wie bastel ich das? So, so und so. Papp. Passt. Prima. Da hätten wir die kleine City hier auch einmal gelootet. Und haben noch... einen neuen Tag bekommen. Also so neue Technologie.
die wir dann jetzt gleich zu Hause uns mal anschauen, was wir da genau machen werden. Auf geht's, Leute, einmal zurück in die Base und dann wird mal geschaut, was wir hier an Technologie machen können. So, Leute, dann schauen wir mal, was wir hier an Technologie machen können. Technologien. Und zwar, es gibt ja jede Menge. Kühlschranktechnologie, Solarbatterien, Webstuhl, Lampen, Herd, Ölsauggerät, Chemieverbesserung, verbesserte Werkbanktechnologie, Kreissägentechnologie. Die Kreissäge ist tatsächlich richtig nice, Leute, denn die funktioniert nachher automatisch. Dann können wir einfach ein paar Scheitel hinlegen, ich glaube 6 Stück oder so, und dann werden die nach und nach einfach verarbeitet und dann müssen wir nicht hier jedes einzelne immer draufsetzen. Strom, Ölpumpe, Schmiedetechnologie, diese große Schmiede ist tatsächlich echt hilfreich. Aktuell reicht uns erstmal noch die kleine aus. Wir haben hier noch ein Waschbecken, genau, das ist ja auch immer ganz wichtig. Hände waschen. Oh, Hände waschen, Leute. Da sagt ihr was. Da sag ich was. Wir haben ja das eine Vieh zerstört. Ah, okay. Das hat uns anscheinend nicht dreckig gemacht. Oder es ist einfach schon zu lange her. Genau. Das bedeutet, wir können dann schauen. Erstmal, ich nehme mal ganz kurz hier noch die. Kann ich die rausholen noch? Ja, die kann ich noch rausholen. So. Ah, genau, Leute. Das machen wir ganz kurz. Wir nehmen einmal die mit und den mit. Setzen die mal kurz hier drauf. Und hier auch noch einmal. Damit wir nämlich hier dementsprechend dann gleich unseren Amboss fertig haben. Genau, was würden wir als nächstes technologietechnisch denn bauen? Wir haben 2 Punkte. Ich finde den Webstuhl eigentlich ganz gut, weil dadurch können wir nachher uns auch Kleidungsstücke herstellen, die wir definitiv brauchen werden. Also ich würde sagen, wir machen einmal den Webstuhl und machen als nächstes dann einmal. Moment, wir müssen mal ganz kurz gucken. Der Webstuhl geht ja noch relativ. Wir brauchen auf jeden Fall eine verbesserte Werkbank. Brauchen wir aber auch Kupferbarren. Also brauchen wir die noch nicht. Dann nehmen wir erstmal die einfache Werkbank. Den können wir dann herstellen. Das ist gar kein Problem mit Holzscheiten, Eisenbarren, Pflanzenfasern und Nägeln. Die können wir schon mal sogar platzieren. Das ist überhaupt gar kein Thema, Leute. Den setzen wir uns einmal. Ja, den setzen wir uns mal. Einfach hier vors Fenster. So. Und Sekunde. Wir. Genau, weil, passt auf, wenn wir jetzt nämlich. Das ist der Kreissägetisch. Der braucht nämlich Elektroteile, das ist kein Problem. Mechanikteile haben wir auch. Kobaltbarren. 2 Stück Kobaltbarren. Aber ich glaube, um Kobaltbarren herzustellen, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. In unser schlaues Büchlein. Hier bei den Barren. Für Kobaltbarren brauchen wir nämlich Kobalterz in der Schmiede, um diese zu erhalten. Kobalterz haben wir. Wir haben Kobalterz, glaube ich. Aber auch nur eins. Und ich bin mir fast sicher, dass wir mit dem einen, wir können das mal ganz kurz checken. Ich glaube nicht, dass wir mit einem so ein Teil herbekommen, oder? Ah, Leute, da sind sie doch. Stark. Richtig stark. Dann fügen wir die mal ganz kurz ein. Und da ist unser Amboss, Leute. Geile Sache. Jetzt will ich mal gucken, können wir den einen hier reinsetzen? Okay, das wird jetzt verarbeitet. Da bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt, was daraus dann wird. Oh, hier ist Feuer aus. Hier reicht's noch. Genau. Was haben wir hier noch? Trockene Ziegel und ja, okay. Bleierz machen wir noch rein. Hier haben wir noch Kupfer und Eisenerz. Gut, Leute. Jetzt müssen wir leider noch mal ganz kurz warten, ob das hier passt.
was daraus, beziehungsweise was aus dem Kobalterz wird. So Leute, also aus dem Kobalterz wird ein Kobaltbarren. Also einen. Aber wir brauchen, wie viel brauchen wir nochmal? Kurz checken. Wir brauchen zwei. Wir brauchen zwei Stück. Also müssen wir irgendwo noch so einen Kobaltbarren, so ein Kobaltstück finden. Das kriegen wir bestimmt hin. Also würde ich sagen, Leute, machen, oder? Macht das Sinn? Schmieden ist wahrscheinlich besser, oder? Schmiedetechnologie, was, wie ist es mit dem Backstein? Backstein, 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 Backstein. Ah ne, bei sonstiges. Trockene, ah, da müssen wir trockene Ziegel herstellen. Das ist noch aufwendiger. Heiland, Heiland. Good question, Leute. Good question. Ich glaube, wir gehen mal auf den Schlachtertisch. Ja, wir gehen auf den Schlachtertisch, Leute. Wir gehen auf den Schlachtertisch. Schlachtertechnologie, auf geht's. Das wird dann das nächste sein. Super Leute, ich mache hier mal wieder ein bisschen weiter und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall einen super schönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wenn ihr weiterhin die Folgen sehen wollt, gerne Däumchen da lassen, Abo mitnehmen und natürlich die Glocke nicht vergessen zu aktivieren. Bis dahin, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao Kakao.